Hallo, ich bin Nicole und ich freue mich, dass du hier auf meinem YouTube-Kanal dieses Video aufgemacht hast und ich möchte dir kurz dazu was erzählen. Es ist eine kleine, schöne Meditation und sie wurde mir mehr oder weniger eingegeben. Die Idee kam ganz plötzlich zu mir und es stellte sich heraus, dass ja, es wohl so sein sollte, dass sie groß gemacht werden soll und so viel wie möglich an Menschen sollen sich diese Meditation anhören. Es geht um die Reinigung oder die Transformation von all unseren Ängsten. Also das geht jetzt nicht um die heutige Zeit, sondern es ist mehr oder weniger wie so eine Karma-Reinigung für unsere Ängste, die wir haben. Und die kommen ja weitgehend wahrscheinlich zurückgehend bis ins Römische Reich. Hatte ich das Gefühl oder die Gedanken kamen dazu und ich habe auch ein bisschen nachgelesen. Und wenn ich überlege, damals die Römer und wir hier in Deutschland, es gab die Germanen, die super kraftvoll, groß, stark, mutig waren und die Römer sehr viel Angst hatten vor diesen Germanen. Und ja, und irgendwann haben wir diesen Mut und diese Größe und diese Stärke, glaube ich, verloren. Und dazu kam dann Angst. Und immer mehr, gerade in den letzten Tagen, kam dieser Begriff der Angst in mein Feld. Und das ist wie für mich wie für einen Aufruf. Und plötzlich kam halt auch dieses Bild. Und dass ich diese Angst doch einpacken sollte in dieser Meditation, auf dass sie sich transformieren kann. Und ja, nur ist es ausgerufen worden, diese Wohnzimmerrevolution. Und vielleicht hast du Lust, diese Meditation dazu zu benutzen, um 21 Uhr am Abend, ganz egal welchen Tag du auswählst. Und ich würde mich riesig freuen, wenn mehrere auf die Idee kommen, ganz egal wo ihr gerade seid und wo ihr sitzt. Ja, auf alle Fälle werden dann sicherlich mehrere um 21 Uhr sich dann diese Meditation anhören und für uns alle dann was Gutes, was Großes tun. Ich freue mich drauf und ich wünsche euch ganz, ganz tolles Erlebnis damit und ein schönes Sehen und ein schönes Fühlen und ja, alles Liebe von mir, eure Nicole. Habt Spaß, lasst euch drauf ein, setzt euch jetzt zurück und schließt die Augen, atmet ein paar Mal tief ein und aus. Meditation, um unsere Ängste aufzulösen. Von Nicole A. Tellinghausen. Setze dich gemütlich in eine aufrechte Position, in der du angenehm sitzen kannst. Lehne deinen Rücken ruhig an, entspanne dich. Und vielleicht möchtest du jetzt einmal dreimal tief ein- und ausatmen. Tief in den Bauch und wieder ausatmen und nochmal tief ein in den Bauch, denn der verbindet uns mit der Schöpfung und langsam wieder aus. Nochmal tief ein und konzentriere dich dabei, wie du langsam auch wieder ausatmest. Und mit jeder Ausatmung kommst du langsam mehr und mehr in eine angenehme Ruhe. Es fühlt sich einfach leicht an, mehr und mehr. Nun öffne für einen Moment nochmals deine Augen und schaue an die Decke über dir. Halte den Kopf dabei aber gerade. Lenke nur die Augen nach oben und schaue zur Decke für etwa 10 Sekunden. Das wird deine Augen müder machen und du wirst schneller erreichen, dass du leichter und leichter in eine schöne, tiefe Meditation kommen kannst. Und nun schließe deine Augen und atme nochmal aus. Und nun kommst du tiefer und tiefer. Eine wunderbare
wunderbare, schöne, leichte Trance, in der du die Meditation sowas von schön wahrnehmen kannst. Es wird leichter und leichter. Mit jeder Ausatmung kommst du noch tiefer und tiefer. Du fühlst dich sicher und geborgen. Ich werde nun gleich von 3 auf 1 zurückzählen und bei 1 wirst du angekommen sein, auf einer wunderschönen, blumenreichen Wiese. 3, 2, 1. Du stehst nun auf einer wunderschönen, farbenfrohen und mit lauter kleinen Blüten übersäten Wiese. Die Sonne scheint über dir und du fühlst eine leichte Freude in dir. Du fühlst die Wärme auf deiner Haut und das Gras unter deinen Füßen. Du drehst dich nun langsam herum und erkennst, dass neben dir und hinter dir noch ganz viele andere Menschen hier mit dir zusammen auf dieser Wiese stehen. Du kannst das Lächeln auf jedem Gesicht erkennen und du fühlst dich so verbunden, so tief verbunden mit all diesen wunderschönen Seelen. Du fühlst dich in diesem Moment so tief verbunden und glücklich. Fühle es. Vor dir beginnt sich langsam der Boden zu bewegen. Du fühlst plötzlich Vibrationen unter deinen Füßen. Und du kannst kleine Risse im Boden erkennen. Die Bewegung wird stärker und stärker. Nun erkennst du, dass sich vor dir langsam der Boden öffnet. Mehr und mehr. Du siehst, dass sich aus dem Boden eine riesige Schale erhebt. Mehr und mehr. Du kannst einen Glanz auf dieser Schale erkennen. Diese Schale erhebt sich weiter und weiter, höher und höher, bis sie plötzlich jetzt komplett vor dir erscheint. Diese große Schale, etwa 5 Meter im Durchmesser und aus Messing gefertigt, mit goldenen Ornamenten auf der Außenseite, steht nun vollkommen direkt vor dir. Diese goldenen Ornamente strahlen im Glanz der Sonne. Vielleicht kannst du auch ein Zeichen, ein Ornament erkennen. Lass dir etwas Zeit, diese Schale zu betrachten. Du verspürst nun den Wunsch, deine Hände auf den Rand der goldenen Schale aufzulegen. Lege nun deine Hände auf den Rand der Schale. Spüre das Metall unter deinen Händen. Es fühlt sich ganz warm an. Nun kannst du sehen, dass immer mehr Menschen kommen und ihre Hände auf den Rand der goldenen Schale auflegen. Ein Ring von Menschen steht nun geschlossen um diese goldene große Schale. Viele Menschen, viele Hände, die nun auf dem Rand der goldenen Schale aufliegen. Betrachte diesen Anblick für einen Moment. All diese Menschen, ein geschlossener Kreis. Nun seid ihr alle miteinander verbunden. Ihr werdet nun alle das Gleiche fühlen, alle das Gleiche ausführen und alle das Gleiche erleben. Denn zusammen haben wir eine Riesenkraft, um ein großes Wunder zu erschaffen.
Lass nun aus deinen Fußsohlen goldene Wurzeln wachsen, die sich tiefer und tiefer in Mutter Erde verwurzeln und ausdehnen. Goldene Wurzeln, tiefer und tiefer gehen sie, bis zum Herzen von Mutter Erde. Du spürst die Energie und die Liebe von Mutter Erde. Nun bist du fest mit der Liebe und der Kraft von Mutter Erde verbunden. Öffne nun dein Kronenchakra und verbinde dich lichtvoll mit der Schöpfung, mit der Urquelle allen Seins. Deine Hände liegen weiterhin auf dem Rand der großen Schale. Deine Verbindung zur Quelle und zur Mutter Erde ist nun hergestellt. Du bist das Bindeglied zwischen Vater und Mutter. Und in diesem Moment fühlst du nun, wie goldenes Licht durch dein Kronenchakra in deinen Körper fließt, durch deinen Kopf, durch deinen Hals, in deinen Brustraum, weiter hinunter zu den Beinen, bis in deine Füße. Das goldene Licht füllt nun deinen gesamten Körper wie ein goldener Sirup, von den Füßen aufsteigend, hin zum Knie, zu deinen Oberschenkeln, von da ins Becken und in deinen Bauchraum. Jetzt werden alle Organe mit diesem goldenen Sirup umhüllt und durchdrungen. Und weiter hinauf in den Brustkorb, zu den Lungen und zum Herz. Du kannst im Herzen diese wunderbare Liebe und Wärme spüren. Liebe flutet nun deinen Körper, alle Organe, alle Zellen. Der goldene Sirup fließt nun weiter in deine Arme und Hände, in deinen Kopf und aus dem Kronenchakra heraus. Dein ganzer Körper ist nun mit der göttlichen Liebe geflutet und gefüllt. Der goldene Sirup läuft nun an deinem Körper herunter. Spürst du es? Deine ganzen Lichtkörper werden nun mit Liebe gehüllt und eingehüllt. Du bist jetzt vollkommen. Du bist goldenes Licht, goldenes strahlendes Licht. Ihr alle. Das goldene, göttliche Licht aus der Urquelle fließt weiter und weiter. Du kannst sehen, wie dieser goldene Sirup aus deinen Händen herausfließt und langsam diese riesige goldene Schale mit dem goldenen, lichtvollen Sirup der göttlichen Energie auffüllt. Mehr und mehr steigt nun diese goldene Flüssigkeit in diese Schale. Es wird voller und voller. Diese goldene Flüssigkeit steigt an, mehr und mehr. Und du kannst sehen, dass aus allen Händen um dich herum diese goldene Flüssigkeit in die Schale fließt. Und nun ist sie gefüllt. Du schaust zu deinem Nachbarn, der neben dir steht. Ihr schaut euch in die Augen und lächelt euch zu. Und du kannst erkennen, dass sich nun alle Energiefälle miteinander verbunden haben. Ein riesiger Ring aus goldenem Licht verbindet nun all eure Körper. Alle Körper, die nun verbunden um diese große goldene Schale herumstehen. Alle Hände liegen weiterhin auf dem Rand der Schale, die nun gefüllt ist mit dem goldenen Sirup des Lichts und der Liebe der Urquelle. Ein kraftvoller Moment. Atme tief ein und aus, um
diese Kraft in dir aufzunehmen. Du spürst nun eine leichte Bewegung an deinen Händen und du kannst erkennen, dass die Flüssigkeit im Inneren der Schale beginnt, sich zu bewegen. Die Bewegung wird stärker und stärker und du siehst, wie sich ein Strudel im Zentrum entwickelt. Und mit jeder Drehung wird dieser Strudel größer und größer, stärker und noch stärker. Du spürst die Kraft, die daraus entsteht. Ihr seid alle verbunden mit dieser Schale und dem Lichte mit euren Körpern. Der Lichtkreis aus allen Menschen, der die Schale umgibt und die Energien noch mehr verstärkt. Denn das ist nun dein Auftrag. Halte zusammen die Energie und verstärkt den Strudel. Der Strudel wird schneller und schneller. Es dreht sich schneller und schneller im Uhrzeigersinn. Der Strudel wird schneller und schneller. Und je stärker er wird, desto mehr kannst du erkennen, dass immer mehr schwarze Wolken über dir erscheinen. Sie werden magisch angezogen von dieser einziehenden Energie. Diese schwarzen Wolken sind die lähmende Kraft unseres gesamten Volkes, die gesamte Angst aus all unseren Inkarnationen, aus all der Zeit der Knechtschaft und der Kriege, all die Angst, die geschaffen wurde, um uns alle, um die Menschheit zu schwächen und um Mutter Erde zu schwächen. All die Angst, die geschaffen wurde, um uns von Gott und all seiner Liebe zu trennen. Es wird dunkler und dunkler um uns. Die Schale kommt mehr und mehr in Bewegung durch die Kraft des riesigen Strudels im Inneren. Jetzt sieh nach oben und du kannst erkennen, dass sich immer mehr schwarze Wolken am Himmel zusammenziehen und sich plötzlich nicht mehr halten können. Nach und nach wird eine Wolke nach der anderen in den Strudel gezogen. Mehr und mehr. Ein schwarzes Schleierband verbindet nun das Wolkenfeld mit dem Strudel. Mehr und mehr dunkle Energie der Angst wird in den Strudel gezogen, Wolke für Wolke, mehr und mehr. Halte die Schale mit deinen Händen, halte das Licht aus dir heraus aufrecht, bleibt alle verbunden im Licht. Und du siehst wieder nach oben und kannst erkennen, dass der Himmel heller wird. Heller und heller. Gleich ist es geschafft. Die letzte dunkle Wolke ist aufgesogen. Und der Himmel erstrahlt in den wunderschönsten Blautönen. Alles ist hell, frei von Angstenergie. Wunderbar. Alle dunkle Energiemasse ist vom Strudel eingezogen worden. Alles ist nun in der goldenen Masse gebunden. Schau hin, die Schale ist gefüllt. Alles hat sich beruhigt. Und alle schauen nun in die Mitte. Ich bitte nun, Erzengel Michael zu erscheinen. Wende nun deinen Blick nach rechts und dort wirst du Erzengel Michael erkennen. Er ist nun bei uns. Er steht mit dir und all deinen Lichtgeschwistern am Rand der riesigen Schale, in der es nun zur Ruhe gekommen ist. Ich bitte nun auch den silbernen Strahl der Gnade, uns alle von diesen dunklen Energien zu befreien.
Ich bitte die Elohim des silbernen Strahls, uns von all den Energien der Angst aus allen Zeiten, aus allen Dimensionen und aus allen Zellen unseres Körpers zu befreien. Ich bitte nun auch Erzengel Michael, erhebe dein silbernes Schwert und trenne uns von diesen Energien der lähmenden und drückenden Angst. Du siehst nun zu Erzengel Michael hinüber. Du siehst, wie er im blauen Licht stehend seinen rechten Arm mit seinem Schwert erhebt und zum Himmel streckt. Ein Blitz bildet sich aus dem Himmel und fährt hinab in das Schwert. Es dauert nur einen Moment und das Schwert erleuchtet im blauen Licht. So kraftvoll und stark ist dieser Moment. Nun in einer kraftvollen Bewegung senkt Erzengel Michael seinen Arm und senkt die Spitze seines Schwertes in die goldene Masse, die nun alle Energien der Angst gefangen hält. Die Spitze dringt tiefer und tiefer. Das halbe Schwert steckt nun in der Masse. Zusammen mit dem silbernen Strahl der Gnade beginnt die Flüssigkeit zu kochen, mehr und mehr. Blasen steigen auf, es wird heißer und heißer und die Schale beginnt sich zu rütteln und du merkst dieses Rütteln wieder an deinen Händen. Und plötzlich löst sich aus der Masse ein riesiger, golden-silbriger, blauer Strahl gen Himmel, so breit und kompakt wie die Schale. Du spürst den Strahl an dir vorbeirauschen. Nach oben, so eine Kraft, alles bebt, wie bei einer Explosion. Der ganze goldene Sirup, der all die Energien der Angst unserer Menschheit, des gesamten Volkes in sich trägt, wird nun mit aller Kraft des silbernen Strahls der Gnade und der Kraft von Erzengel Michael zur Quelle und ins Licht geführt. Die gesamte Angstenergie wird jetzt in der Quelle, in Licht und Liebe gewandelt. Der gesamte Himmel erleuchtet mit einem gigantischen Knall in 1000 Lichtfunken, die sich nach und nach nun über dir auflösen. Kleine Lichtfunken mit liebevoller Energie lösen sich nun auf. Die dunkle Energie ist aufgelöst, in Licht und Liebe gewandelt. Und jetzt ist es ganz still. Deine Hände liegen immer noch auf dem Rand der Schale, doch du siehst nun, dass die Schale wieder vollkommen leer ist, rein und messingschimmernd steht sie vor dir. Es ist vollbracht. Wiederhole mit mir nun laut: Es ist vollbracht. Löse nun deine Hände von dem Rand der Schale und lege sie überkreuzend auf deine Brust. Verneige dich für einen Moment in tiefer Dankbarkeit und Liebe für diese große Hilfe von Erzengel Michael und dem silbernen Strahl der Gnade. Aber ebenso verneige dich für dich selbst, für deine Kraft, für deine Stärke und für all deine Liebe. Du hast Großes vollbracht. Jetzt sind alle dunklen Wolken entfernt,
der Himmel erstrahlt in einem wunderschönen Blau, wie du ihn noch nie gesehen hast. Und du spürst, wie sich dein Kopf von ganz allein mehr und mehr jetzt nach oben zieht. Dein Körper wird länger und länger. Du spürst, dass du dich nun das erste Mal überhaupt richtig aufrichten kannst. Du spürst jetzt endlich zum ersten Mal deine göttliche Größe und deine göttliche Reinheit. Dein Licht erstrahlt jetzt vollkommen. Genieße diesen Moment. Langsam beginnt nun die Schale vor dir wieder im Boden zu versinken. Du spürst wieder Bewegung unter dir. Wieder ein Rütteln, wie wieder leichte Vibrationen. Die Erde deckt sich mehr und mehr über die Schale. Und die Wiese mit den wunderschönen Blüten, mit lauter kleinen Gänseblümchen, kleine wunderschöne Gänseblümchen, ist nun wieder vor dir. Und die Luft ist rein, wie nie zuvor. Du kannst förmlich den Duft der Blüten in dir aufnehmen. Es duftet so schön, wie nie zuvor. Du kannst alle Menschen um dich herum erblicken und ihr lächelt euch zu, denn du fühlst diese Liebe und Dankbarkeit in dir. Und diese Liebe und Dankbarkeit, die von jedem Einzelnen ausgeht. Jetzt schließe dein Kronenchakra und ziehe auch langsam deine mit Mutter Erde verbundenen goldenen Wurzeln wieder in deine Fußsohlen zurück. Und mit der Gewissheit, dass nun keine Energie der Angst uns Menschen mehr erdrückt und unterdrückt und wir stets mit der Liebe von Mutter Erde und der Schöpfung verbunden sind und wir nun alle zu unserer göttlichen Größe und unserem Licht wachsen können. Sage nun leise in Gedanken: Ich bin das Licht. Ich bin die Liebe. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Kraft. Ich bin göttlich, denn ich bin das Ich Bin. Ich zähle nun langsam von 1 bis 3 und bei 3 wirst du vollkommen wieder im Hier und Jetzt sein. Du wirst dich an all das, was eben geschehen ist, erinnern. Und diese tiefe Gewissheit der vollkommenen Liebe und deiner göttlichen Größe jeden Tag mehr und mehr in dir fühlen. Mit der klaren Erinnerung an all deine Kraft und Liebe, an all dein Licht und deine Größe. Nun mache dich bereit, wieder zurückzukommen. 1. Komme nun langsam wieder ins Hier und Jetzt, atme tiefer ein. 2. Bewege langsam deine Finger, deine Vitalzeichen kommen nun auf dein für dich normales Maß wieder zurück. Du spürst deinen Körper unter deinen. Und bei 3 wirst du gleich deine Augen öffnen, wirst tief ein- und ausatmen, dich recken und strecken und dich einfach nur wohlfühlen und bist wieder vollkommen hier und jetzt. 3, sei wieder hier, öffne deine Augen, recke und strecke dich und erfreue dich der wunderbaren Tat, die eben geschehen wurde, die wir alle zusammen erleben durften, fühlen durften, sehen konnten, helfen konnten.
Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast für diese wunderschöne Meditation und damit Gutes getan hast. In voller Liebe für dich und für uns verabschiede ich mich. Alles Liebe.